Warte, du absolvierst gerade die letzte Vorbereitung in deiner Profikarriere. Bist du ein bisschen sentimental? Nein, weil die Vorbereitung schon so ewig lange dauert, dass es überhaupt keinen Grund mehr habe, sentimental zu sein. Und ich hoffe, dass die endlich bald vorbei ist. Die längste Vorbereitung wahrscheinlich in meiner Karriere. Wie hat sich dein Leben verändert seit dem Rücktritt bei den Profis vor 1,5 Jahren? Vom Trainingspensum gar nicht, weil auch die Amateure gleich viel trainieren wie die Profis, wenn nicht teilweise sogar mehr. Deswegen hat sich von daher nicht so viel verändert. Auf der anderen Seite hat sich alles verändert. Ja, es ist eine neue Ära für mich begonnen. Ein Kapitel ging zu Ende, ein neues wiederum hat begonnen. So spielt das Leben, das ist völlig normal auch. Ich bin in ein Alter gekommen, wo man sich einfach auch irgendwo mit diesem Schritt auseinandersetzen müssen und bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich eigentlich gemacht habe. Ein zweites großes Standbein von dir ist ja das Thema Viola Fit. Wenn du dann auch so miterlebst, wie das Projekt Sinn hat und wie sich Leute weiterentwickeln und so weiter, dann zeigt das, dass ihr auf einem ganz guten Weg seid, oder? Ja, es macht mich schon noch glücklich. Ich meine, wie damals der Raymond Harre da auf mich zukommen ist und mich gefragt, ob ich da mit involviert sein will. Und ich jetzt sehe, wo wir aktuell gerade stehen und wie das gerade läuft und verläuft, da bin ich schon sehr, sehr happy auch, weil jetzt sind wir gerade bei diesem Level angelangt, wo sich die Jungs irgendwo auch gegenseitig anstecken. Anfangs war ich eher missionarisch tätig, das habe ich jetzt gar nicht mehr so nötig, weil im Endeffekt die Jungs jetzt die besten Werbeträger und Botschafter sind. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir noch immer in den Kinderschuhen stecken, dass wir jetzt, als wenn wir es jetzt um uns auf ein Baby, dass wir jetzt zu gehen begonnen haben, aber echt wir jetzt schauen wollen, dass wir langsam auch laufen. Wie stehst denn du dem Thema gegenüber Ligareform? Jetzt wird ja für die, heuer ist ja so ein bisschen eine Übergangssaison auch für die Amateure. Nächstes Jahr hat der Franz Wolfert schon angekündigt, wollen und müssen die Amateure um den Aufstieg mitspielen, weil ja die Amateure in die, wieder aufsteigen dürfen in die neue zweite Liga dann. Wie siehst denn du das ganze Thema? Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, jetzt irgendwo auch eine fundierte Vorausschau zu wagen. Ich bin kein Hellseher, deswegen kann ich auch nicht wirklich jetzt sagen, wie das ankommen wird. Was ich aber schon mir irgendwie erwarte, ist, dass man einfach auch einmal dem Projekt eine Chance gibt. Also es gibt ja die Nörgler, die sagen, mit dem, wie der Status quo ist, sind wir nicht zufrieden. Dann gibt es wieder die mit einer Reform nicht zufrieden sind. Ich meine, das wirst du ohnehin immer finden, dass die Leute das kritisch sehen, was auch in Ordnung ist. Man sollte auch ständig sich kritisch hinterfragen, detto jetzt mit der Ligareform. Also ich sehe dem Ganzen schon eher positiv entgegen. Wenn ihr ein bisschen Bedenken habt, dann eher so in die Richtung, wie ist der Zuschauerzuspruch vor dem Punkteschnitt, vor dem Cut. Kann es passieren, dass teilweise Zuseher, die ohnehin nicht ständig schon ins Stadion gehen, sagen, naja, bis dahin ist es, passiert noch nicht viel, interessant wird es erst ab diesem Zeitpunkt. Also das ist so das Einzige, wo ich mir denke, da habe ich selber ein bisschen Bedenken. Aber ich hoffe trotzdem, dass die große Zuschauermenge das unterm Strich annimmt und dass viele, viele Menschen ins Stadion pilgern, weil das hat sich der Sport auch verdient irgendwo. Du hast das jetzt fast schon sehr, sehr überparteilich und neutral gesehen. Ich habe jetzt bei der Ligareform, denke ich, zuerst einmal, wie wichtig das für diese ganzen jungen Spieler war, für einen Markus Suttner, Christoph Saurer, Rubino Cotti und so weiter, die damals die Möglichkeit gehabt haben, in der ersten Liga zu spielen, also unter Profibedingungen. Also den Vorteil sehe ich jetzt zunächst einmal in erster Linie. Von Clubseite natürlich, wenn ich es aus der Sicht sehe, ist es für uns mehr oder weniger ein Muss, dass wir die zweite Mannschaft dorthin bringen. Das muss ich auch von ehrlich sagen, weil ich denke, dass wir noch so gut arbeiten können in der Akademie, wenn dieser Zwischenschritt zur Kampfmannschaft ein kleinerer ist, ist das mehr vom Vorteil, als wenn der Schritt ein größerer ist. Und natürlich werden sie in der zweiten Liga mehr gefordert als wie in der dritten Liga, deswegen verstehe ich auch natürlich das Interesse vom Club, dass wir so schnell wie möglich dorthin kommen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass uns das relativ rasch gelingen wird. Das abschließende große Thema, dein Rücktritt ist ja unwiderruflich. Ja. Im Sommer. Ich glaube, freust du dich auch schon ein bisschen drauf, auf die Zeit danach? Ja, wenn ich jetzt in mich hineinhorche und würde jetzt mich mit einer Zitrone vergleichen, dann ist die schon ziemlich ausgepresst, also sehr viel Saft geht dann immer raus. Wobei, ich muss ehrlich sagen, mich überrascht gerade selber, wie ich in dieser Vorbereitung gerade noch mich körperlich auch fühle. Also ich habe schon ein bisschen Angst gehabt davor und der Andi hat auch angekündigt, der Ogris, dass es ziemlich anstrengend wird. Ja, es wurde auch sehr anstrengend, aber ich bin aktuell gerade überrascht, wie leicht es mir noch von der Hand geht. Aber noch einmal, es ist jetzt ein Kapitel, was zu Ende geht und ich denke, ich werde jetzt ja auch im 4. März 37 und da ist ja wirklich dann langsam genug.
Und es kommen ja sehr, sehr viele gute Junge nach und ich will denen irgendwo auch nicht im Weg stehen, sondern ich versuche auch jetzt schon ständig in Rat und Tat zur Seite zu stehen. Manchmal würde man etwas mehr Ohr wünschen von den Jungen. Aber okay, der eine nimmt es eher auf die Ratschläge, der andere weniger. Man ist ja selber seines Glückes Schmied. Und jetzt gebe ich einfach noch bis Ende Mai mein Bestes und versuche die Jungs voranzutreiben und bleibe natürlich auch dann irgendwo im Umfeld bestehen und versucht die Jungs voranzutreiben, weil es gibt für mich auch nichts Schöneres, als wenn es zum Beispiel jetzt ein junger Spieler in die Kampfmannschaft schafft und wenn wir dann 2018 dieses neue schöne Stadion dann haben und ich sitze dann draußen und sehe dann den einen oder anderen Jungen dann am Spielfeld gut performen, dann freut mich natürlich schon extrem, muss ich echt sagen. Ich weiß ja, Fahrt wird dir ganz bestimmt nicht werden. In der Zeit danach, was sind die unmittelbaren Pläne? Hast du schon konkrete Zukunftspläne? Also ich glaube, mit Viola Fit wirst du dem Verein in irgendeiner Form erhalten bleiben. Ja. So was ich mitbekommen habe, hast du auch deine Trainertätigkeit in der Akademie ein bisschen zurückschrauben müssen, weil es ist irgendwie, was das... Ja, bin ja unterm Strich auch nur ein Mensch und keine Maschine. Deswegen haben wir das dann irgendwo auch wieder reduzieren müssen, weil einfach auch meine Zeitressourcen auch knapp sind und ich bin immer dann im Endeffekt selber ein Arbeitspensum aufgemahnt ist, was so nicht absolvierbar war, aber wie gesagt, das habe ich damals eh sehr, sehr gerne auch gemacht, das mit der U14, das war ja super cool. Auch da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie sich der eine oder andere entwickelt, weil auch das verfolge ich weiterhin. Ein Thema ist irgendwo auch mein großes Hobby und zwar die Fotografie. Da stehen auch Austria-Projekte an, es wird heuer noch am Ende des Jahres ein Kalender erscheinen. Und mit der Stadionöffnung wird es dann das hoffentlich fertige Buchprojekt geben. Da wartet auch noch sehr, sehr viel Arbeit drauf und da freue ich mich schon riesig drauf. Und darüber hinaus bin ich in Gesprächen über dieses oder jenes. Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein untriebiges und fleißiges Kerlchen bin. Und ja, da wird man sehen, wie es die Zukunft dann noch bringt. Aber da kann ich jetzt Stand heute noch nicht so viel verraten, aber da ist man in Gesprächen. Und die Austria bleibt natürlich ein ganz, ganz großes Thema bei mir. Wie es sich kennt.